Hallo und herzlich willkommen zurück bei Poi. Ich finde meine Maus gerade nicht. So, Folge, jetzt muss ich mich, jetzt darf ich nicht lügen. Das ist Folge 6. Ich glaube, es ist Folge 6. Wir werden noch weitermachen. Wir werden hier wieder uns den Roten widmen. Letztes Mal haben wir ja ziemlich viele kleine Minigames ausprobiert. Jetzt haben wir ja kein Geld mehr, um noch mehr Minigames auszuprobieren. Deswegen müssen wir erstmal ein bisschen Kohle sammeln gehen. Und wo könnte man das besser machen als bei Mount Magma? Mal sehen, was uns für eine Aufgabe erwartet in diesem... Also, The Secret Cave. Ja, da weiß ich ja, wo der ist. Das ist kein Problem. Den finden wir. Secret Cave, den werden wir uns einheimsen, mal eben schnell. So, dann müssen wir uns noch ein bisschen beeilen. Schneller, schneller, schneller. Wir müssen das ja... Es ist ja immer auf Zeit. Dieses ganze Spiel basiert auf Zeit. Und umso schneller man ist, umso geiler ist man einfach. Das sag ich jetzt einfach mal so. Wow, haben wir mitgenommen. Der Secret Cave, der war irgendwo links unten. Ich meine, der wäre hier hinten gewesen. Oh, schneller, komm, komm. Man kann ja auch schnell rennen, indem man hier so ein paar Rollen macht. Oh, da ist der Secret Cave. Der Secret Cave, der Secret Cave, der Secret Cave. Yay, was muss man hier machen? Einmal durchrennen. Jawohl. Ein Herz mitnehmen. Oh, jump and run. Wow. Schneller, 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 schneller. Secret Cave. So, fertig. Und jetzt? War nicht die Aufgabe, ne? Vielleicht doch. Rüber mit uns. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Ich bin zu blöd manchmal. Manchmal will ich einfach zu schnell. Checkpoint. Und jetzt hier rüber. Boah, Alter. Da geht er aber voll ab. Okay, ich war ein bisschen zu schnell. Ich gebe es zu. Ich war ein bisschen zu schnell. Okay, jetzt hier rüber, 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 rüber. Links, links. Oh. Der Balken ist so schmal, ne? Der ist so schmal und ich renne einfach darüber, als wäre nichts gewesen. Okay, rechts. Oh, Vorsicht. Alter, da ist eine Münze. Haha, Münze. Oh, shit, ey. Ich weiß, die ersten zwei Kurven kriege ich hin, aber danach nicht mehr. Okay, nochmal. Renn, 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 renn. Links, rechts, links, rechts, geradeaus, rechts. Es ist unmöglich. Diese verdammte Linkskurve. Okay, jetzt nochmal. Renn, 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 renn. Warum renne ich eigentlich? Ich könnte auch langsam gehen, oder? Warum hat der eigentlich keinen Fallschirm dabei? Wieso, wie... Na, ist egal. Okay, jetzt versuche ich das mal anders. Jetzt werden wir nur geradeaus laufen. Wupp, wupp. Dauert ein bisschen länger, aber ist sicherer. Auf jeden Fall, guckt ihr so... Ich kann auch so langsam gehen, guck mal, ist auch gut. So, und darüber. Vorsicht auf diesen Balken. Okay, haben wir. Das haben wir geschafft. Jetzt geht's weiter. Oh, das sieht einfach aus. Die bleiben ja sogar kurz stehen. Das ist ja easy. Den Diamanten will ich auf jeden Fall mitnehmen. Okay. Okay. Wo muss ich jetzt... wow. Alter, wollt ihr mich denn verarschen? Wow. Wow. Nein. 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 Ich war so knapp vom Ziel. Habt ihr das gesehen? Ich war so knapp vom Ziel. Ich könnte kotzen jetzt gerade. Im hohen Bogen. Aber ehrlich. Ich war richtig knapp vom Ziel. So richtig scheiße knapp war das. Puh. So, jetzt geht's hier weiter. Puh. Okay. Okay, so. Auf geht's. Dahin jumpen. Weiter. Okay. Ich habe gerade 0 Münzen. Ich habe die alle verloren, weil ich hier gestorben bin. Das ist natürlich immer richtig awesome. Das muss man ab und zu mal machen. Wupp. Wupp. War gut. War gut. Seht ihr auch so, ne? Ich, lalala, ich balanciere hier rüber. In dem Tempo ist das sogar machbar. Guck mal. Ja. Ah, nicht laufen, nicht laufen. Jetzt ist hier eine schwierige Kurve. Boah. Alter. Alter. Ein Sprung, ein beherzter. Und dann läuft das hier. Wow. Okay. Okay. Wohin? Darüber. Ist mir egal, ob ich den Diamant mitnehme oder nicht. Juckt mich nicht. Okay, jetzt rüber. Und dann haben wir den Diamanten auch. Wow. Zurück. Wow. Darüber. Wow. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Hochspringen. Oh. Awesome. Awesome. Und drüber. Und von hier aus direkt. Direkt. Jawoll. Ja. Ich freue mich. Okay, nehmen wir das Ding einfach mit und dann ist gut. Wie lange haben wir gebraucht? 7 Minuten? Ne, 4 oder sowas, ne? Gucken wir mal. Mellerjung collected the secret cave. Time 3:47. New record. Loading. Alles klar. Haben wir geschafft. Weiter geht's. 44 haben wir schon wieder. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Magma Crucible hier. Was? Magma Crucible? Sind wir bei Minecraft oder was? Nein. To the summit. To the summit heißt was? Zum Ausgang. Zum. Wir werden es jetzt sehen. Das kennen wir alle schon. Das kennen wir alle schon. Da hoch. Okay, wir müssen da hoch. Wir müssen da hoch. Und dann da hoch.
Ist klar. Easy. Also, über den Baumstamm. Über den Baumstamm, über den Baumstamm, über den Baumstamm. Gehen wir ein bisschen schneller hier. Komm, wir können auch rollen hier. So. Doppelsprung. 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 Einfach Sprung. Einfach Sprung. Einfach Sprung. Und noch ein einfach Sprung. Wow, dann war das der dritte ist immer sehr hoch dann. Das wissen wir ja schon. So, jetzt hier den Weg nach. Weg nach, Weg nach, Weg nach, Weg nach. Eins, zwei, drei, vier. Doppelsprung. 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 Das ist ja super. Es läuft gerade bei mir richtig gut. Wow, seht euch das an. Na, von hier aus kommen wir, glaube ich, nicht dahin, ne? Doch, kommen wir. Was schaffen wir schon? Schaffen wir schon. Ja, den Turm will ich jetzt nicht lang gehen. Lasst mich in Ruhe. Ich will darüber. Ich glaube, es gibt verschiedene Wege, dahin zu kommen. Ich glaube nicht, dass wir die Lava berühren dürfen. Ausbuddeln, keine Zeit. Machen wir später mal. Ah, läuft. Ich wäre auch anders hier hingekommen, so ist es nicht, aber ich wollte, ich habe diesen Weg gewählt. So, hier können wir abkürzen, da hoch. Checkpoint, jawohl. Jetzt wird's haarig, würde ich sagen. Wow. Wer hat sich denn das ausgedacht? Wow, 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 nein. Verdammter Mist. Okay, nochmal. Diesmal haben wir nicht so abgekürzt, ist kein Problem. Und jetzt hier, wupp. Wupp, wupp, wow. Wow, wow, und wow, und wow. Passt. Easy, easy. Hier fliegen wir einfach jetzt weiter mit dem Ding. Wir fliegen mit der Holzachterbahn. Einfach bis oben hin. Jupp, und da geht's weiter. Ja, da wäre es fast runtergefallen. Junge, pass doch auf, wo du hinläufst. Yep. So, jetzt dreht sich das. Ach, okay. Okay, also erstmal ein bisschen Gewicht hier drauf und dann. Und dann jetzt rennen und hoch. Wow. Und wieder unten. Scheiße. Ich hasse Jump-and-Run-Dinger. So zum Kotzen manchmal. Scheiße schwer manchmal. Und manchmal ist man einfach auch nur zu doof. Besonders ich. Okay, das passt, das passt. Passt, passt, passt. Warten. Münze. Yay, Münze haben wir. Münze. Wir haben eine Münze. Wir haben eine Münze. Wir tanzen den Breakdance. Schon cool, ne? So, jetzt hier hoch. Und langsam, 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 langsam. Oh, da wäre ich schon wieder fast die Kurve. Ich nehme diese Kurve zu eng, glaube ich. Einfach zu eng. So, weiter geht's. So, hier wissen wir Bescheid. Einfach ein bisschen warten, 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 warten. Und dann rennen, 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 rennen. Und dann hochspringen. Wow, passt. Herz brauchen wir nicht. Okay, rüber. Passt. Okay, okay, ganz langsam. Und rüber. Das ist wieder genau so ein Ding. Und rennen, 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 rennen. Und springen. Wow, wow. Und das ist noch so ein Ding. Rennen, 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 rennen. Und wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Komm, pack das Fernglas aus. Damit können wir überall hingucken. Das ist nämlich das Praktische dabei. Wir müssen da hoch. Aber wo geht's weiter? Hinter mir? Da muss ich rauf wahrscheinlich. Hm. Okay. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Das heißt, hier drauf. Okay, passt. Alles klar. Rüber. Wow. Ich möchte nicht nochmal runterfallen. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Ehrlich jetzt. Wow. Das ist anstrengend hier hoch. Also das ist richtig, richtig schwierig schon. Checkpoint, okay. Und jetzt weiter, 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 weiter. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich nicht in diesen Vulkan reinfallen. Doch, ich glaube, wir müssen in diesen Vulkan reinfallen. Ich weiß noch nicht, wo wir hinspringen müssen. Hm, ich kann nichts sehen. Wir müssen das Fernrohr benutzen. Unter uns mal gucken. Was ist hier unter uns? Von da komme ich doch, oder? Das war der Checkpoint, den ich gekommen bin, ja. Schaffe ich es da drauf zu springen? Ich denke, ich muss. Also. Wow. Wow, passt. Passt. Ich sollte mir mal auch stehen bleiben. Wupp, Vorsicht, das Feuer. Ich glaube, dass es nicht gesund ist, wenn das gerade kommt und man ist man da drauf. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich würde mal sagen, meine Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben es episch zu einem Ende gebracht. To the Summit in 4 Minuten 40. New Record. Ja, 56, das reicht noch nicht. Wir machen noch einen Level. Komm, dreimal, 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 dreimal. Oh, Magma. Was müssen wir jetzt machen? Was ist die nächste Aufgabe? The Mysterious Hole. Alles klar, das mysteriöse Loch. Wo ist das mysteriöse Loch? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da.
Ja. Alles klar, das lässt sich doch finden. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, das Loch, aber ich habe mir die Karte auch noch nicht so angeguckt. Der Schatten da unten ist auch episch. Habt ihr das gesehen? Links im Bild, da war da unten ganz der Schatten von mir. Müsst ihr nicht gesehen haben, ist egal. So. Wir laufen wo lang? Hier hoch, würde ich sagen. Ja, ich glaube schon. Nehmen wir ein paar Münzen mit, die brauchen wir doch. Ich könnte sehr viel mehr Münzen sammeln, aber nee, ich... Münzen sammeln, das wäre ja doof. Aua. Wow. Ja, genau. Schmeiß mir das einfach mal auf den Kopf. Ist kein Problem. Da ist das mysteriöse Loch. Whoop. Hi. Whoop. Level up. Checkpoint. Wow. Uff. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ja. Hätte ich mal vorher gewusst, was da passiert, ne? Aber nee. Es ist einfach nur mal noch ein Slide. Genau, passt. Aber wir haben es geschafft. Wir sind am Ende angekommen, ohne irgendwelche Münzen. Doch, zwei Stück haben wir hier. Zwei Münzen, immerhin. War auf jeden Fall nicht so schwer, das Level. Außer, dass man am Ende alle Münzen verliert. Aber gut. The Mysterious Hole in 1 Minute 14. Das war gut. Lalalala. Was, können wir da jetzt noch eine Aufgabe machen oder haben wir langsam alle Aufgaben? Aha. Collect 100 Coins. Ach du Scheiße. Ja, dann collecten wir 100 Coins halt. Und jetzt habe ich nicht gesehen, wo das Ende dann ist. Okay. Manchmal bin ich halt einfach ein Depp. Also 100 Coins ist schon... Das ist eine Aufgabe, da bin ich jetzt bestimmt lange mit beschäftigt. Und mit lange meine ich richtig fucking lange. Ich glaube, hier in diesen Dingern ist manchmal was drin. Also den jetzt vielleicht nicht, weil ich nicht reinkomme. Aber hier vielleicht. Jawohl. Und hier. Jawohl. Plus 5 sogar. Wow. Und ich glaube, sowas müssen wir mitnehmen, weil sonst kommen wir niemals auf 100. Ich glaube, hier hinten. Da ist auf jeden Fall was drin. Aber 100 Coins ist schon heftig, ne? Gut. Haben wir auch. Wir sind schon auf 9. Wir brauchen ja nur noch 91. 100 Coins ist echt. Ist ja eine Mega-Aufgabe, ne? Ist ja eine Mega-Aufgabe, ist das. Vielleicht schaffen wir das. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Es sind hier unten eventuell auch Coins drin, weiß ich gar nicht. Ja, zum Beispiel sind da 5 drin. War ja nicht schlecht. Dann haben wir schon mal 20. Ich würde gerne mehr Ausbildung von dem, aber der will nicht. Oh, Coin. Da kann man auch Coins finden. Einfach mal irgendwo wild in der Gegend rumbuddeln. Immer gut. Einfach mal so einen Spannstich irgendwo rein. Blub. So, weiter geht's hier. Wir brauchen 100 Coins. 100 von den süßen Coins. Wir haben schon 20. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. So, da ist noch mehr. Halt. Coin. Hallo. Coin. Danke. Jeder Coin zählt. Ich glaube, hier hinten waren 10 Stück drin. Jawohl. Gut, dass ich das noch irgendwie in Erinnerung hatte. Sind wir schon bei 32. 100 ist gar nicht so schwer zu erreichen. Hoffe ich. Wenn mir die auf den Kopf fallen, verliere ich wahrscheinlich Points, Coins, ne? Also, ich würde zumindest so machen, wenn ich der Programmierer gewesen wäre. Bin ich natürlich nicht, aber... Wow, wow, wow. Wow, wow, da gibt es auf jeden Fall Coins. Aber schwierig, wenn man darüber jumpt, kann man natürlich auch schnell wieder sterben. Ich könnte das mal eben ausbuddeln, ja? Wieso habe ich das? Aua. Ja, da verliert man Coins, wenn man getroffen wird. Das ist ungesund. Ja, auf jeden Fall ein paar Wege. Ah ne, da sind noch meine Coins. Okay. Sind alle noch da? Okay. Hallo. Hallo. Danke. Das Ding muss ich auf jeden Fall mitnehmen, weil das zählt ja schon 20 Coins oder so. Oder 10. Okay. Jetzt sind wir bei 43. Wow, läuft aus. Hallo. Wer macht denn sowas? Mann, ich werde nicht in das mysteriöse Hole gehen. Da kommt man nämlich wahrscheinlich nicht mehr raus. Wow, wow, hallo. Braucht das Herz hier. Das ist wichtig. So, kommt man da nicht hoch? Muss man ja aber auch nicht. Wir sind schon bei 43. Nein. Wir waren bei 43, wollte ich sagen. Wir sind jetzt bei 32. Hier liegen noch ein paar. Und wir sind wieder verschwunden. Gut, nicht schnell genug eingesammelt. 37, ja.
Aufpassen heißt die Devise einfach nur. Einfach nur aufpassen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch schaffen können, 100 zusammenzukriegen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel es hier in diesem Level insgesamt gibt. Kann ich euch nicht sagen, meine Freunde. Nein. Bleibt mal hier. Rüber. Aber wie dem auch sei, in der nächsten Folge seht ihr, wie ich 100 Points kriege. Hoffe ich. Bis dann. Ciao.